Herr Bundestagspräsident, Herr Bundesratspräsident, Frau Bundeskanzlerin, liebe Abgeordnete, lassen Sie mich mit einem wenig originellen, doch sehr passenden Sprichwort beginnen. Aller guten Dinge sind drei. Nun hat es im dritten Anlauf doch noch geklappt, mich auf den Stuhl zu heben, auf dem ich, Sie werden mir diese kleine Spitze verzeihen, schon längst hätte sitzen sollen. In den langen, bittersüßen Jahren des Hinarbeitens auf diesen Moment hat sich in mir ein Vorsatz immer tiefer in Stein gemeißelt. Dieser lautet: Gesine, wenn du tatsächlich mal zur Bundespräsidentin gewählt werden solltest, dann beende augenblicklich jegliche Rücksichtnahme auf die Mitglieder der Bundesversammlung und rede ab dann nur noch der Wahrheit das Wort. Sehr geehrte Damen, meine Herren, ich gedenke genau dies jetzt zu tun und werde dabei auch nicht die Partei verschonen, der ich bis jetzt angehörte. Bei dieser Gelegenheit fällt mir ein anderes Bonmot ein, das der leider glücklose, aber von mir geschätzte, frühere Präsidentschaftskandidat Joachim Gauck gerne zum Besten gab. Er sagte immer: Angst macht kleine Augen. Wie Sie und so manche Mitbürgerinnen und Mitbürger wohl schon bemerkt haben werden, sind meine Augen so groß und weit geöffnet, meine Lebensfreude schon fast Legende und mein Rückgrat gestählt durch epische Kämpfe gegen das mich vergessen, sodass ich es nicht mehr nötig habe, meine wahre Meinung zu verbergen. Und so muss ich Ihnen mitteilen, dass wenn ich so vor Ihnen stehe und Sie mir als Vertreter des Volkes und Mitglieder dessen Regierung, also die Spitze der politischen Klasse in diesem Land gewahr werden lasse, ich gerne wieder kleinere Augen hätte, die ich schneller schließen könnte, damit mir dieser Anblick erspart bleiben möge. Hannah Arendt sagte zwar, dass Angst für das Überleben unverzichtbar sei, aber hier und heute, vor diesem hohen Hause, verspüre ich keine Angst. Nur kalter Abscheu. Bitte, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich verabscheue Sie nicht jeweils persönlich, sondern als Gruppierung von letztlich bemitleidenswerten Mitmenschen. Anfangs betraten die meisten von Ihnen frisch gewählt und voller Stolz das Reichstagsgebäude in der Hoffnung auf Großes, bis Ihnen wenig später klar wurde, dass Sie im Grunde nur über einen verschwindend geringen Spielraum verfügten. Nun aber sitzen Sie hier, auf dem Papier nur Ihrem Gewissen, tatsächlich aber Ihrer Partei und deren Fraktion verpflichtet. Eigentlich sollten Sie aber Ihrem schlechten Gewissen verpflichtet sein. Sie werden sich jetzt nun vielleicht fragen, warum ich Ihnen etwas vorwerfe, was sich schon seit Bestehen der Bundesrepublik als Muster abzeichnete. Dass nämlich die Parteien, die laut Grundgesetz nur bei der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken, ihren Auftrag weit über den und quer durch die politischen Institutionen eine Machtstellung eroberten, die wie Mehltau auf diesem Land liegt und die politische Partizipation einschränkt und nicht anregt. Ich werde Sie hier und heute nicht damit langweilen, aufzuzählen, in welchen demokratischen Prozessen die Parteien eigentlich nicht ihre Finger im Spiel haben sollten. Ich will Ihnen vor allem sagen, dass es Ihre ureigene Aufgabe als frei gewählte Abgeordnete wäre, diesem Wildwuchs Einhalt zu gebieten und nicht so weich geklopft und ohne größeres Hinterfragen den tradierten Pfaden zu folgen. Da Sie Ihren Auftrag aber offensichtlich vor allem darin sehen, es sich nicht mit Ihrer Parteiführung zu verscherzen, Ihrem Volk nur den nutzlosen Dienst erweisen, irgendwelche Pöstchen zu sichern, habe ich mich dazu entschieden, mein Amt, das ja auch keinen politischen Sinn verfolgt, für die entschiedene Schwächung der Parteien zu nutzen. Zu Ihnen, meine Damen und Herren, werde ich erst dann widersprechen, wenn mir ernstzunehmende Demokraten gegenüber sitzen. Bis dahin wünschen Sie mir Erfolg. Es wird auch Ihnen zugutekommen. Ich danke Ihnen. Dankeschön, Gesine Schwan. Hat es doch noch geklappt mit der Bundespräsidentin?